beruflichen Erfahrungen ist es durchaus, sich selbst mal auf so einer Videoaufzeichnung anzugucken. Man lernt viel, ich lerne auch immer viel von meinen Schülern, die dann irgendwann wieder anfangen, Listen zu machen, wie viel hat Herr Stetter wieder das Wort benutzt. Man gewöhnt sich, wenn man viel redet, irgendwelche Füllfloskeln an. Aber ich habe im Endeffekt erfahren, es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen, weil du ersetzt die eine nur durch eine andere, wenn du bewusst darauf achtest. Also man kann schon daran arbeiten, nicht nach jedem zweiten Wort ein zu sagen, zum Beispiel. Stopp, Dieter, last Buch. Zwei Fragen habe ich. Das erste ist Terminierung. Also dann setze ich, klar, wenn ich eine Neuigkeit habe, mache ich die Pressekonferenz, aber wann setze ich die am besten an? 2 Wochen. Du solltest die Einladung 2 Wochen vor der Pressekonferenz verschicken. Du meinst die Uhrzeit, oder? Uhrzeit, Tag. Ah, Uhrzeit. Gut, Uhrzeit ist abhängig, da hatten wir ja vorhin das Gespräch. Uhrzeit ist ein bisschen abhängig davon, wann du es in die Presse reinbringen möchtest, beziehungsweise in welcher Presse. Aber eine gute Uhrzeit ist um 11 Uhr Anfang bis 11.45 Uhr. Das gibt genügend Zeit allen, Radio, Print, TV, alles aufzubereiten, um daraus eine Nachricht zu machen, für denselben Tag, für die Auflage morgen und so weiter. Bitte? Und Freitag ist der beste Wochentag? Nein, auf gar keinen Fall. Freitag ist miserabel. Wenn du am Freitag was machst, dann werden die Hälfte der Leute nicht kommen, weil sie mental schon im Wochenende sind. Das Thema wird am Samstag erst in der Zeitung sein, was weniger Impact macht. Insofern, wir haben unsere Pressekonferenz an einen Mittwoch, ganz gezielt an einen Mittwoch gesetzt. Weil dann hatten wir Donnerstag und Freitag, lief das Ganze heiß. Weil wenn du es am Freitag machst, dann kommt es am Samstag und dann wird es über den Sonntag vergessen. Montag ist schon alter Hut. Ja. Noch zum Thema Uhrzeit und Anmeldung. Also zum einen, das Problem ist, das haben wir fast alle, dass wir berufstätig sind, dementsprechend 11 Uhr oftmals schlicht und ergreifend nicht machbar ist. Empfehlung dazu ist im Zweifel 15 Uhr als second best, als der äußerste Termin, wo man dann sagt, okay, da muss man halt früher aus dem Büro und kann einen halben Tag freinehmen. Aber das ist später geht 15 Uhr ist für Print, aber nicht so prickelnd. Also, meld mich gleich. Du wolltest noch was sagen. Zweite Anmerkung. Zum Thema Termin bzw. Datum der PK. Es macht Sinn, dass man 2, 3 Ankerjournalisten einfach mal fragt, wann passt es euch? Ja. Also was ich sage jetzt mal, wenn man in der Stadt ist, dann die lokale Monopol- oder Duopol-Zeitung, es sind ja häufig nur 2, wo man sagt, okay, dann sind schon mal 2 Journalisten auf jeden Fall mit dabei. Man weiß oftmals gar nicht, was die gerade für sonstige Termine haben, Schützenfest und weiß der Teufel was. Da kannst du gar nicht mitdenken, was die eventuell beschäftigt. Und wenn es nur die Betriebsfeier ist. Also einfach mal kurz vorher fragen, wenn es keinen akuten, was ich von uns vorgegebenen Termin gibt, wenn du irgendwo zum Thema eine Pressekonferenz machen willst, dann frag einfach mal, wann passt es euch? Kandidatenvorstellung zum Beispiel. Das ist ja eine relativ, also für eine Landtagswahl, das kannst du irgendwann machen. Oder irgendwie, was ich, Bundestrojaner, das ist auch so ein Thema, das kannst du momentan sagen, okay, gut, dann machen wir irgendwann im Laufe der nächsten Woche was dazu. Außerdem hört Fefe endlich an zu weinen. Nein, ja, das wird er nicht. Die zweite Frage war, ihr habt alle 2 Themen. Wie gestalte ich eine Einladung sexy? Also, die Einladung braucht nicht sexy. Also, nein, wenn dein Thema nicht sexy Thema genug ist, dann kannst du es vergessen. Weil, ich glaube, vor einem Jahr haben wir 2 Mal versucht, Pressekonferenzen zu machen und saßen dann immer alleine da. Dann waren eure Themen nicht sexy. Genau. Worauf sollte man achten? Eine richtige Uhrzeit, eine PK um 19 Uhr zu machen, da wird kein Schwein kommen. Oder um 18 Uhr. 15 Uhr wahrscheinlich schon noch. Nicht vor Feiertagen. Nicht an Feiertagen? Nee, nicht vor Feiertagen. Ja, oh ja, nicht vor genau. Feiertagen oder an Brückentagen oder so etwas. Und schlicht und ergreifend, das Thema muss die Leute interessieren. Die Buchvorstellung von Schwarzbart? Oder? Vielleicht ganz generell zum Thema, wie eine Presse mit einer Einladung aussieht. Die muss auf ein DIN A4 Seite sein und das darf im Prinzip nur ein dürrer 5-Zeiler sein. Es muss drinstehen, Thema, also keine große, wir möchten Sie einladen zur Pressekonferenz, zum Thema 3 Worte. Uhrzeit, Datum, das schön abgesetzt im Zweifel auch. Und es werden anwesend sein, Landesvorstand, was auch immer, Experte für Innenpolitik oder was, Teufel was. Das ist ganz, ganz kurz.
Das sind durchschnittliche Einladungen, die bei mir im Kasten dann sind, wenn es hochkommt, 12 Zeilen. Und je nach Thema, du kannst auch ein Sperrvermerk reinschreiben. Das heißt, bitte berichten Sie nicht darüber bis dann und dann so und so viel Uhr. Geh nicht davon aus, dass Sie sich dran halten. Aber die meisten werden sich dran halten, werden sagen, okay, ich halte die Schnauze, bis die PK stattfindet. Bei so etwas, die Kandidatenvorstellung ist scheißegal, aber bei unserem Thema, wir wollten damit Kabang in die Öffentlichkeit gehen und auch den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen. Das ist uns vollkommen gelungen, auch beim Staatstrojaner, aber dort haben wir keine PK gemacht. Das Thema hattet ihr aber schon vorher angekündigt? Ja, wir hatten schon da drin geschrieben, Pressekonferenz, Volksbegehren gegen Studien. Aber du sagtest gerade, das 14 Tage vorher gemacht. Mhm. Das heißt, 14 Tage war das Thema bekannt? Den Journalisten, ja. Sonst. Und intern bei der Truppe sich drum gekümmert hat auch. Das heißt, die Chance, ich meine, da ist ja eine große Chance, dass andere Parteien das mitkriegen und das vielleicht noch einen Tag. Deswegen sage ich, gehe nicht davon aus, dass sich die Journalisten an den Sperrvermerk halten. Okay. Aber eine Woche vorher einzuladen ist knapp, weil die haben alle ihre Terminkalender und ihre Sachen zu tun. Zwei Wochen ist okay. Bei bestimmten Themen kannst du es tatsächlich eine Woche vorher machen, aber so am besten Woche vorher auch nochmal eine Erinnerung rausschicken. Ja, genau. Dann ist es sehr sinnvoll. Ja, okay. Ja, wir haben je nach Thema, aber bei den Themen jetzt nicht so heiß sind, dass sie sicher fett im Kalender hat man irgendwie auch so 10 Tage vorher und dann nochmal so 2 Tage vorher, nur so eine ganz kurze Erinnerung. So übrigens haben wir euch gesagt, da ist Pressekonferenz. Da wir auch das über einen Presseclub gemacht haben, die haben sich natürlich auch über ihren Verteiler gekümmert und das ist immer eine große Hilfe. Also das auf jeden Fall. Noch eine kleine Sache aus Thüringen, wenn man ein richtiges Thema hat, wo ein längerer Vortrag dazugehört, zwar war bei uns zum Beispiel, wir haben einen Breitbandreport für Thüringen vorgestellt, den wir erarbeitet haben, da haben wir diese Form Pressefrühstück gemacht. Mhm. Also wir haben die also im Grunde zum Frühstück eingeladen, haben dabei den Breitbandreport und haben natürlich danach auch noch die Möglichkeit, Interviews zu geben und so weiter. Das ist mal eine andere Form, wenn es eben eher darum geht, was vorzustellen, was etwas umfangreicher ist. Und Essen hilft, ja genau. Gut, dann will ich viele interessante Themen und viele Pressekonferenzen sehen, die alle zitiert werden. Dann kurz aktuelle Anfrage, hat jemand ein Mini-USB-Ladekabel für Chris? Ja. 20 Stück kommen geflogen. Ja, ist doch super. Mini oder Mikro? Mini oder Mikro, das war die Frage. Mikro meint er, aber ja. Ist egal. Hätte ich aber auch gehabt, deswegen kann ich nicht helfen. Liegt ja hier. Ich habe auch Mini. Wollen wir jetzt trotzdem noch mit Alex klopfen? Nur für meine Erzählung. Du bist nicht gewohnt, ne? Genau, die Leute klopfen auf mich. Das können wir auch noch machen. Das kriegen wir auch noch. Wenn das gewünscht ist, damit wir aus der alten Wohnung nicht rauskommen. Mela, machst du denn dann hier im Raum weiter? Oder? Ja. Leider nebenan. Wer einen Computer dabei hat, jetzt bitte mitnehmen, weil wir keinen Beamer haben. Und da kann ich euch wenigstens die Unterlagen. Das ist eigentlich schon seit einem Jahr so. Jeder hat gleich irgendwie bei Spiegel Online irgendwie Schwarz-Geld-Shop hier sich selbst. Immer noch. Das ist das System. Ja. Wahrscheinlich nicht rein.